Mit dem Verkauf direkt beim Kunden hatte der Siegeszug der luftdicht wiederverschließbaren Plastikboxen begonnen. Tupperware, ein Markenname, um den die Hausfrau früherer Jahrzehnte nicht herumkam. Die Frischhalteboxen im Direktvertrieb waren praktisch Tupper-Partys legendär. Doch damit ist es jetzt so gut wie vorbei. Die Aktie stürzte gerade um rund 50% ab. Mauergeschäfte in der Kosmetik- und Körperpflegesparte des Konzerns, dazu eine viel zu späte Hinzunahme des Online-Vertriebs und jede Menge billigere Konkurrenz ließen die Schulden immer höher steigen. Nun scheint die jahrzehntelange Tupper-Party zu Ende zu sein.